Herzlich willkommen zu Test Drive Unlimited Solar Crown hier auf meinem Kanal ProPlay LP. Ich habe damals schon vor langer Zeit Test Drive Unlimited auf meinem PC gezockt. Das war damals Test Drive Unlimited 2. Das habe ich stundenlang gezockt und ich habe auch wirklich alles durchgespielt. Ich habe sogar das Casino gemacht, habe stundenlang gepokert. Ich hoffe mal, dass wir das hier auch machen können. Ich bin schon mal ganz gespannt und würde mal gerne wissen, wie es hier abgeht. Wir würden einfach mal ein neues Spiel starten. Ich würde gerne mal noch in die Grafikeinstellung gucken. Da haben wir aber alles schon eingestellt. Ich habe eigentlich, ja, VRAM-Auslastung 5098 MB. Es könnte funktionieren. Wenn es stocken sollte, dann schalte ich einfach um und ja, würde ein bisschen mit den Einstellungen runter. Ich habe den Streamer-Modus eingestellt, deswegen hört ihr jetzt keine Musik. Ich hoffe, wir hören trotzdem irgendwelche Musik, die halt lizenzfrei ist. Und dann schalten wir mal ein und ich drücke auf neues Spiel. Starten. Okay. Ah, genau. Ich habe ja die Gold-Edition. Stimmt. Inhalte der Gold-Edition. Exklusives Fahrzeug Maserati. MC20. Exklusives Fahrzeug Chevrolet Camaro. Exklusives Outfit-Komitee-Mitglied. Exklusives Sticker-Paket. Cool. Und dann habe ich die Sharp Silver Edition mit dabei, exklusives Fahrzeug, Jaguar F-Type und dann Audi R8 Spider, exklusives Outfit Baron der Sharps, exklusives Stickerpaket. Und dann habe ich noch, oh, die Street Silver Edition ist auch mit dabei, wenn man die Gold Edition kauft, exklusives Fahrzeug, Mercedes-Benz SLS AMG. Und ein Range Rover Sport SVR und exklusives Outfit Herr der Streets, exklusives Sticker-Paket. Vorbestellerinhalt, exklusives Vorbestellerfahrzeug Ford GT 2006. Dieses Auto wird in der Garage verfügbar sein. Okay, ich glaube, wir legen einfach mal los. Bin schon ganz gespannt. Er lädt. Er ist immer noch am Laden. Büro des Organisationskomitees. Bereit? Perfekt. Zeig mir nun die 6 möglichen Profile. Mal sehen, wer am Wettbewerb teilnehmen darf. Okay, jetzt kann ich mir meinen Charakter auswählen. Er sieht cool aus. Okay. Wie nehme ich ihn? Ihn nicht. Ich würde ihn nehmen. Ach, jetzt kann ich noch ein bisschen was anpassen. Warte mal, ich würde gerne, ja. Frisur hätte ich eigentlich so gelassen. Wohl, das sieht auch gut aus. Schmalztolle steht da. Super. Okay. Na, ich hätte schon. Nee. Was war denn hier mit der Schmalztolle? Die sah gut aus. In Schwarz wäre doch cool. Farb- und Augenbraue Farbton würde ich auch schwarz machen.
mache ich einen Bart. Das sieht cool aus. Brett. Nee, ah, 3 Tage Bart sieht auch. Na, dann vielleicht ein bisschen mehr als 3 Tage Bart. Mal schauen, das sieht cool aus. Nehmen wir auch schwarz. Nee, den brauche ich nicht. Haarfarbe. Ah, jetzt kann ich ihn auch drehen. Okay. Sehr gut. So, Schönheits-OP. Ich würde eigentlich hier nichts großartig machen. Ich würde hier höchstens... Nee, die Augenfarbe machen. Blau wäre doch cool. Hier ist so ein helles Blau. Augenbrauenpaket, Nase. Ich möchte jetzt eigentlich hier Schönheits-OP großartig nichts machen. Schon nicht bloß ein hübsches Gesicht, schon eine Errungenschaft bekommen. Dies ist eine Nachricht der Radiant Corporation, Veranstalter der neuesten Ausgabe des Solar Crown. Einem Motorsport-Event, das Prestige und Spitzenleistung feiert. Bei der Suche nach Teilnehmern sind wir auf dein Profil aufmerksam geworden. Wir laden dich daher zu den Auswahlrennen für dieses Event ein. Das Solar Crown ist deine Chance, die Herzen des Publikums zu erobern und berühmt zu werden. Für diese Ausgabe haben wir Hong Kong Island ausgewählt. Die Insel hat viele Gesichter. Geschäftige Straßen, Strände und üppige Dschungel. Stell dein Können am Steuer traumhafter Autos unter Beweis. Hast du das Zeug dazu, der neue Star des Solar Crown zu werden? Klar. Haben wir da Bock drauf. Da haben wir doch mega Bock drauf. Wir sind in Hongkong. Willkommen auf Hongkong Island. Hoffe, die Reise war angenehm. Ich bin Vivian Hughes, Vertreterin der Solar Crown Organisation. Bitte folge mir. Unser Charakter spricht gar nicht. Wie du weißt, treten hier nur die besten Fahrer an. Aber ich glaube, du hast ein gewisses Potenzial. Hier starten alle mit den gleichen Voraussetzungen. Du musst dich beweisen, um dich von den anderen abzusetzen. Zunächst musst du mich überzeugen, dass ich mit dir keinen Fehler gemacht habe. Und ich weiß auch schon, wie. Oh, Lamborghini Huracan. Atemberaubend. Ein eleganter und leistungsstarker Wagen. In der Auswahlphase gehört er dir. Alter. Geil. Wir haben uns eine Kontaktlinse reingemacht, wo wir dann wahrscheinlich so einen Hut haben irgendwie. Weißt du was? Ich werde dir ein wenig die Insel zeigen. Folge mir. Ich würde gerne... Es gibt viel zu erkunden, während Alice deinen Wagen fertig einrichtet. Wie kann ich...
Wie kann ich Außenperspektive machen? Wie kann ich Lichthupe machen? Ich würde gerne Außenansicht machen, aber wie geht das? Ah. Wo soll ich denn überhaupt hin? Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ach, die hat auf mich gewartet da vorne, der oder die. Ah, Vivian, genau. Ich soll ihr folgen. Genau wie du haben sie mit ihrer Leistung beeindruckt und wurden eingeladen, am Solar Crown teilzunehmen. Aber es gibt nur wenige Plätze. Wenn du dabei sein willst, musst du auf den ersten Platz kommen. Das da ist das Publikum. Sie musst du besonders beeindrucken. Die Aufmerksamkeit des Publikums zu erlangen, hilft im Wettbewerb weiterzukommen. Im Solar Crown ist der Ruf alles. Welche Rennen dir offen stehen, hängt davon ab, wie sehr du das Interesse unserer Gäste wächst. Okay. Das Turnier ist das Herzstück des Solar Crown. Gewinnst du die Anerkennung der Zuschauer, wirst du auch siegen. Ich habe eigentlich gedacht, dass hier ein GPS an ist. So eine Hilfsfahrlinie. Aber das ist anscheinend hier nicht der Fall. Hast du schon von den Solar Crown Clans gehört? Ihre Anwerber schauen sich die Auswahlphase sehr genau an. Die Clans bestehen aus den reichsten Teilnehmern des Solar Crown. Trittst du einem bei, wirst du es weit bringen. Die Sharps sind im Geschäft und auf der Rennstrecke gleichermaßen schonungslos. Bei ihnen geht es um Erwartungen, Luxus und Ehrgeiz. Den Streets liegt daran, Eindruck zu machen und verschiedene Stile zu verknüpfen. Sie sind waghalsig und kennen keine Zurückhaltung, vor allem auf der Rennstrecke. Sie sorgen für viel Wirbel, im Wettbewerb und in den Medien. Aufgrund deines Potenzials werden sie dich sicher ansprechen. Deine Illis ist fertig konfiguriert. Okay, dann zeig mir, was du am Steuer drauf hast. Ah, jetzt ist es jetzt ist die Hilfsfahrlinie an. Okay, da werden wir sie mal ein bisschen abhängen. Auf ins Rennen. Gut gemacht. Du hast mich nicht enttäuscht, sondern vielmehr beeindruckt. Mach weiter so, dann wird dich beim Solar Crown bald jeder kennen. I'll leave you to compete against the other participants, but I have faith in you. You'll be fine. If you succeed, you will be taking part in the Solar Crown and maybe you'll one day become a racing superstar. Rise to the top and win the public over, or the respect of the clans. Während ich auf dem Weg ins Büro bin, hilft Elis dir, zu den Auswahlrennen zu kommen. Die Auswahlrennen sind frei. Sie sind auf der Karte markiert. Okay, hier ist die Karte. Hier ist die Karte. Ich habe dein Navi programmiert. Wir können dorthin, wann immer du bereit bist. Ja, ich würde gerne mal... Wie kann ich hier mit der Karte navigieren? Ich kann hier gar nichts machen. Ah, jetzt. Kann ich hier irgendwie hoch rauszoomen oder. Na, hier habe ich einen Filter anscheinend heranzoomen. Okay, wir können erstmal nur hier uns bewegen. Hier bin ich. Hier wäre. Die erste Stelle, wo ich hin könnte. Vorläufiges Auswahlrennen. Okay. Okay, da fahren wir mal hin. Müssen wir uns erstmal hier an die Steuerung gewöhnen. Das ist alles ein bisschen anders da als bei Forza Horizon. Links abbiegen.
ein bisschen zu weit. Das hatte ich schon abgeschlossen. Nee, ich fahre das jetzt mal. Das habe ich doch noch gar nicht gemacht. Weil da stand abgeschlossen. Nee. Jetzt geht's erstmal richtig los. Ist ein Rundkurs. Ach, nee. Ein Sprint ist es. Erster Platz, das ging sauber. Und noch eine Errungenschaft. Kein Niemand mehr. Steige zum ersten Mal ein... Keine Ahnung, was da stand. Das bin ich. Ach, da kann man hier auch bestimmt solche Posen auswählen. Die man dann irgendwie bekommt. Okay, geht's weiter. Ah ja, ich bekomme ja auch einen Ruf, genau, Rufpunkte. Stufenaufstieg, super. Da können wir auch schön leveln hier. Du hast deinen Ruf verbessert. Herzlichen Glückwunsch. Dein Ruf ist äußerst wichtig im Solar Crown, denn er lässt dich zur Legende werden. Je häufiger du an Events auf der Insel teilnimmst, desto mehr Aufmerksamkeit bekommst du. Mit steigendem Ruf erhältst du Zugriff auf Rennen und Autos, die nur wenigen Auserwählten offenstehen. Ich habe dein nächstes Rennen markiert. Du siehst auf der Karte, wo es stattfindet. Okay, das ist ein Rundkurs. Rechts abbiegen. Wenn ich aufs Pausenmenü gehe, da kann ich hier auch einiges auswählen. Sofort Herausforderungen, Neuigkeiten. Gibt's auch einiges. Die Ausstattung aktualisiert. Du kannst jetzt das Licht einschalten, die Fenster herunterfahren und einen Radiosender wählen. Scheinwerfer, Scheibenwischer, Fensterblinker. Wow, cool. Das kann ich zwar quasi alles auswählen. Das fetzt natürlich. Gibt's hier auch einen Fotomodus irgendwie? Davon ist es gleich. Mal gucken, wie mal mit dem Auto bei einem Rundkurs. Ah, Fotomodus wollte ich, genau. Fotomodus. Mal ein Foto machen von unserer ersten Kiste. Das sieht doch gut aus. Oh, ups, tolle Foto von meinem Daumen.
tolles Foto von meinem Daumen, okay. Halt, du weißes Rennen. Haben wir auch noch ein Foto gemacht. Kann ich ja als Thumbnail später nehmen. Mal sehen. Ach, ich muss immer davor knallen. Ich könnte auch ein bisschen abbremsen. Oder nicht so viel Gas geben beim Start. Knalle ich immer gegen die Gegner davor. So, ihr müsst mich schon jetzt vorlassen. Weil ich hier gewinnen will. Lässt sich eigentlich gut fahren, der Hurricane. Man muss sich nur dran gewöhnen, an die Fahrphysik. Ah, mehr Bremsen. Jetzt hätte ich mehr bremsen müssen. Oder vom Gas gehen sollen. Mal schauen, wir müssen hier noch üben. Aha. Das ist schon die zweite Runde, ja. Hab jetzt gar nicht aufgepasst. Zacka. Schon wieder einen ersten gemacht. Ja, am Anfang ist es immer noch ein bisschen leichter. Na, Sound kommt jetzt nicht wegen meinem Streamer-Modus. Aber wir kommen Punkte, Punkte, Punkte. Geht, haben wir eigentlich Fahrzeugschaden, so wie es aussieht? Ist das Auto ein bisschen ramponiert oder täuscht das nur? Ich glaube, das täuscht, ich weiß nicht. Kann auch ramponiert sein. Das Solar Crown Komitee informiert, dass eine neue Meldung ansteht. Die Fahrerauswahlphase wurde beendet. Wenn du diese Nachricht erhältst, wurdest du für die Teilnahme am Solar Crown ausgewählt. Glückwunsch! Wie es aussieht, gibt es dieses Jahr einige sehr interessante Teilnehmer. Mit Nachrichten wie dieser wollen wir dich rund um das Solar Crown auf dem Laufenden halten. Hier findest du alles Wichtige zu dem nächst verfügbaren Event und was es sonst noch Neues gibt. Es wird Zeit, sich dem Wettbewerb zu stellen. Und für den Anfang geht es direkt nach Hongkong Island. Ich markiere dir den Heliport auf der Karte, damit du den Weg findest. Okay, jetzt reisen wir quasi. Okay, reisen wir aber jetzt auf eine andere Map anscheinend. Okay, dann fahre ich dahin. Hier kann ich noch die Kamera... Oh, was mache ich denn? Die Kamera kann ich hier noch einstellen. Kann ich den Wagen drehen. Ah, okay, ich kann auch mit dem Controller, mit dem rechten Stick die Kameraperspektive wechseln. Die Fahreransicht kann ich mit dem rechten Stick wechseln und auch die Kamera drehen. Genau so. Jetzt wollen wir das Fahrzeug von vorne mal sehen. In 400 Metern. Hat bloß eine Beule. Okay, das ist jetzt ein kleines Stück. Der Heliport. Kleines Stückchen weg. Ah, komm. Erste Ausfahrt nehmen.
bisschen abkürzen, oder? Ziel wurde erreicht. Okay, ich kann betreten. Deine Leistungen waren erstklassig, aber daran hatte ich nie Zweifel. Das Auto muss leider hier bleiben, aber für uns geht es jetzt ins Sola Hotel, das Zentrum des Wettbewerbs. Das Sola Hotel, okay. Da können wir dann drin rumlaufen oder wie? Könnte gut sein, wie damals, wo man dann ins Casino konnte. Meter hoch, 120 Stockwerke. Wir sind jetzt ganz oben im Sola Hotel. Es ist das höchste Gebäude in Hongkong und wurde speziell für den Wettbewerb gebaut. Aber das ist noch längst nicht alles. Das Sola Crown ist viel mehr als nur ein Wettbewerb. Es ist eine neue Sicht auf die Welt. Gut, ich muss mich um was Wichtiges kümmern. Nimm den Aufzug. Er bringt dich direkt zu deiner Suite. Bei einem anderen hilft dir Alice gerne weiter. Haben wir schon das erste Häuschen, die erste Wohnung? Klamotten brauchen wir auch mal neue. Unbedingt. Ja, das kann man ja alles gewinnen und kaufen. Das Solar Crown Komitee stellt allen eines zur Verfügung. Ich bin Alice. Ich werde dir helfen, deinen Rennplan über die Infoanzeige in deinem Zimmer zu verwalten. Und ich helfe dir, deine Aktivitäten zu organisieren. Miss Hughes wartet übrigens beim Händler auf dich. Fahr mit dem Aufzug in die Hotellobby. Wow, ich kann richtig rumlaufen. Ein Fahrer wird dich zum Händler bringen. Alter, was haben wir da für eine Couch? Wow. Sieht das nicht schlecht aus, ne? Machen können wir hier wahrscheinlich eher nichts. Können uns das nur anschauen. Und wir sollen zum Fahrstuhl. Hier haben wir noch ein Interface, mit dem wir agieren können. Tagesherausforderungen. Derzeit nicht verfügbar. Wetterbericht haben wir hier. Ruf. Im Clan sind wir noch nicht. Und einen Rang haben wir auch noch nicht. So, ich soll ja erst einmal zum Fahrstuhl. Kann ich hier irgendwie rennen? Ich kann hüpfen, oder? Nee. Kommt mir irgendwie so vor. Das ist die Lobby des Sola Hotels. Hier gibt es verschiedene Serviceanbieter, wie den Bekleidungsladen und den Schönheitssalon. Wow. Außerdem kannst du hier andere Sola Crown Teilnehmer treffen. Und Autos kann man hier kaufen, anscheinend. Die anderen Fahrer nehmen gerade am Rennen teil. Du triffst sie hier während des Wettbewerbs immer wieder. So wie du haben auch sie die Auswahlrennen erfolgreich abgeschlossen. Dein Chauffeur wartet am Eingang zur Lobby auf dich. Er wird dich zum Händler bringen. Da ist der Beauty Salon. Und dann haben wir auch noch eine Umkleide. Hier stehen Fahrzeuge zum Kauf anscheinend. Aber das kann ich noch nicht machen. Ich glaube, ich habe noch gar keine Credits, noch gar kein Geld hier in dem Spiel. Und das sind, nee, das sind die anderen Spieler. Ach, das sind Online-Spieler, die hier auf dem Podium sind. Oder sind das NPCs? Ach, wir gucken uns das erstmal an und lassen uns mal überraschen, was er zu sagen hat. Ein Händler. Miss Hughes hat mich gebeten, dich zu fahren. Bitte folge mir. Wo geht's denn hin? Oh, was haben wir da für eine riesige Map? Schnellreise. Okay, jetzt lädt's erstmal.
Oder soll ich hier noch was machen? Er lädt anscheinend. Ja. Okay. Da ist ein Händler. Hier kann ich Autos kaufen. Ach, gut. Perfektes Timing. Was sagst du zu diesem Händler? Im Rahmen des Wettbewerbs haben wir mehrere solcher Orte überall auf der Insel eingerichtet. So haben alle, die hier teilnehmen, immer Zugang zu den bestmöglichen Autos. Allerdings musst du dir erst einen gewissen Ruf verdienen, um bestimmte Wagen fahren zu dürfen. Die Organisation hat das nötige Kleingeld für ihre großen Pläne. Und hier sind die ersten drei für den Anfang verfügbaren Autos. Deine Wahl! Das Solar Crown schreibt deinem Konto außerdem deine ersten Solar Coins gut. Ich muss jetzt leider weiter, aber ich bin mir sicher, wir haben bald wieder die Gelegenheit zu sprechen. In der Zwischenzeit kannst du gegen die anderen Mitglieder des Solar Crown antreten. Viel Glück! So, ich soll mir also ein Auto aussuchen. Hier haben wir natürlich den Ford Mustang. Wie viel kaufe ein Auto? Was haben wir hier? Alpine. Okay. Was hätten wir dann noch da vorne? Können wir ja nicht irgendwie schneller laufen? Geht nur so langsam. Nissan. Nissan 73Z. Ich hätte aber gerne. Die da hinten können wir wahrscheinlich nicht kaufen. Komme ich auch gar nicht rein, oder? Doch. Aber ich kann nur von den dreien einen auswählen. Würde ich schon den Mustang nehmen wollen. Dann kann ich auch die Tür öffnen. Ins Auto steigen. Testfahrt, genau, machen wir mal eine Testfahrt damit, wie er sich handeln lässt. Ach, fahren die hier auf der anderen Straßenseite? Lässt sich gut händeln eigentlich. Nee, ich fahr schon richtig recht. Ach nee. Ach, das ist ja gar keine Straße hier. Jetzt fahre ich hier auf dem Gehweg. Ich glaube, das war nicht so vorgesehen. Okay, die fahren hier auf der anderen Straßenseite, so wie es aussieht. So. Nee, hier kann ich nichts machen. Spoiler hat er nicht. Fenster kann ich. Ich würde gern die Fenster irgendwie machen. Nee. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Mit den Fenstern. Ich würde schon gerne mal gucken, wie man die Fenster runter macht. Blinker rechts. Ah, okay, Blinker habe ich angemacht. Ui, erprobt und bewährt, weil ich jetzt die Testfahrt gemacht habe. Gut, wir müssen uns wirklich hier noch schauen, wie das alles noch so richtig funktioniert. Aber ich bin eher für den Wagen. Wie kann ich ihn jetzt überhaupt kaufen? Ach so, kauf ein Auto. Nee, ich muss immer noch... Achso, da muss ich hier auf das Interface hier. Bist du dir hier unsicher, welches Auto du nehmen sollst? Probier sie aus. Ich nehme Eamesen.
Er gefällt mir schon. Farbe, ja. Mustang schon so ein Blau. Wäre doch geil. Oh, Innenausstattung. Oh, Blau und dann hieß. Oh, was ist das? Mhm. Weiß. Ich nehme das in Weiß. Felgen. Ja. Was nimmt man dazu? Gut. Verbessere deinen Ruf, kommt als nächstes. Zeig allen, wer du bist. Okay, ja, verbessere deinen Ruf. Willkommen bei Solar Crown. Das Solar Crown ist zurück. Dieses Mal wurde Hong Kong Island in einen riesigen Spielplatz für die vielversprechendsten Fahrer verwandelt. Verbessere deinen Ruf. Um beim Solar Crown ganz nach vorne zu kommen, musst du Aufmerksamkeit erregen. Dein Ruf ist es, der dich hier nach oben bringt, vielleicht bis in den Solar Court. Zeig allen, wer du bist. Dazu musst du beweisen, was du hinterm Lenkrad auf dem Kasten hast. Du kannst an Rennen und Aktivitäten teilnehmen und Hong Kong Island erkunden. Im Solar Crown gibt es verschiedene Möglichkeiten, dich von der Masse abzuheben. In der Garage im Solar Hotel kannst du das Auto wechseln. Congratulations. Have fun with your brand new car. Ich würde schon mal gerne noch ein paar Rennen fahren. Herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Auto. Jetzt bist du wirklich Teil des Wettbewerbs. Du kannst nun bei den ersten Rennen des Solar Crown... Danke, Illis. Die Rennen sind alle in der Nähe von Treffpunkten lokalisiert. So ist es einfacher, andere Teilnehmer zu treffen. Schneide bei diesen Rennen gut ab und mache dir so einen Namen. Ich habe meine Firmware aktualisiert und dich mit den anderen Nutzern verbunden, falls du Interesse daran hast. Sie haben gerade das Auswahlverfahren beendet. Jetzt kannst du sie endlich treffen. Gut. So, was könnte man mal machen? Hier haben wir sogar eine Tankstelle. Was bedeutet das? Tankstelle. Hier kannst du dein Auto säubern und reparieren. Okay, man kann auch die Autos da wechseln. Was fahren wir denn? Blitzer gibt's auch, oder? Radarpfeiler, genau. Aber was hätten wir jetzt mal, halten wir jetzt überhaupt was an Rennen auf? Hier hätten wir was. Nee, das ist das Hotel. Treffpunkt. Was haben wir denn hier? Hier fahren wir mal hin. In 400 Metern rechts abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Links abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Hier hätten wir eine Tankstelle. Was müssen wir überhaupt machen an der Tankstelle? Rechts abbiegen.